Wo sich dein Herz wohlfühlt, ist dein Zuhause. Für 120 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Kindberg ist ihr Zuhause nun das neu errichtete Pflegeheim im Ortsteil Hadersdorf. Hier fällt Wohlfühlen ganz leicht. Das moderne, lichtdurchflutete Haus ist ein Haus der Generationen. Inmitten einer Wohnsiedlung gelegen, wird hier auch die erste Kinderkrippe der Stadtgemeinde Kindberg untergebracht werden. Eine Krabbelstube, eine Krippe, denn die Stadtgemeinde selbst führt. Und wir sind ganz froh, dass wir heuer im Herbst bereits damit starten können. Also alt und jung verbunden, was will man als Bürgermeister sagen? Ich bin sehr froh und stolz, dass das hier geschieht. Mehrere Generationen gemeinsam unter einem Dach. Ganz der Eden-Philosophie entsprechend, nach der dieses Haus ausgerichtet ist. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier zeigten sich die Gäste von der neuen Einrichtung beeindruckt. Auch wenn alles neu erscheint, eines ist beim Alten geblieben. Die Herzlichkeit und Wärme, mit der die Bewohnerinnen und Bewohner betreut werden. Unser Motto ist miteinander Mensch bleiben auch bis zuletzt. Miteinander Mensch bleiben ist ein Motto, das auch die Mitarbeiterinnen hier ganz besonders leben. Rund um Franziska Köck und Bianca Zekodic und alle Mitarbeiter aus der Reinigung, aus der Pflege. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dieses Haus heute eröffnen zu dürfen. Die Bewohner sind allerdings schon vor 3 Wochen eingezogen und haben sich mittlerweile bestens eingelebt. Die SAV-Pflegeheime sind bekannt für ihre Aktivitäten mit den Bewohnern. Auch im neuen Haus wird es wieder sehr lebendig werden. Wir haben unser Kino übersiedelt, wir haben unseren Gemüsegarten übersiedelt. Wir werden weiterhin vieles mit den Menschen machen, wir basteln, wir singen. Es ist jeden Tag was los bei uns. Es ist wie eine gut gelungene Hausgemeinschaft, sogar mit eigenem Friseur, einer Kapelle und einer Frischküche. Auch wenn Älterwerden mit enormen Kosten verbunden ist, qualitätvolle Versorgung mit Pflegeplätzen ist für eine funktionierende Gesellschaft unumgänglich.